Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich eröffne die 139. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Da gibt es keinen Widerspruch. Okay. Zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1, 2, 8, 9 und 12. Gestern Abend tagte der Hauptausschuss, der für die Gesetzentwürfe zur Änderung der Verfassung entsprechende Beschlussempfehlungen verfasste, die in ihren Fächern verteilt wurden. Diese Gesetzentwürfe stehen schon auf der Tagesordnung unter den Tagesordnungspunkten 14 bis 32. Außerdem tagte gestern Abend der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und verfasste eine Beschlussempfehlung zu dem Gesetzentwurf Drucksache 19/6384 aus 19 zu Drucksache 19/5462 aus 19 mit der Drucksachennummer 19/6471 aus 19. Diese dritte Lesung steht auf dem Nachtrag unter Tagesordnungspunkt 103. Weiterhin tagte gestern Abend der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung und verfasste eine Beschlussempfehlung zu dem Gesetzentwurf Drucksache 19/6396 aus 19 zu Drucksache 19/5959 aus 19 mit der Drucksachennummer 19/6472 aus 19. Diese dritte Lesung steht auf dem Nachtrag unter Tagesordnungspunkt 104. Und in der gemeinsamen Sitzung Innen- und Haushaltsausschuss wurde zu dem Gesetzentwurf Drucksache 19/6434 aus 19 zu Drucksache 19/5839 aus 19 eine Beschlussempfehlung mit der Drucksache 19/6473 aus 19 verfasst. Diese dritte Lesung steht auf der Tagesordnungspunkt 105. Zum Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden und beginnen mit Tagesordnungspunkt 67. Danach folgt Tagesordnungspunkt 69. Und nach der Mittagspause versuchen wir es mit Tagesordnungspunkt 3. Entschuldigt fehlt heute Herr Staatsminister Dr. Thomas Schäfer ab 17.30 Uhr. Und in der Mittagspause darf ich Ihnen noch eine Ausstellungseröffnung ankündigen. Fiorates Tränen, litauische Bernsteinkunst des 20. und 21. Jahrhunderts, die in der Ausstellungshalle eröffnet wird. Am 23. Mai wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in der Schlusssitzung des Parlamentarischen Rates feierlich verkündet. Und heute Abend wird um 19.30 Uhr die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags in Einhausen gegen Bürgermeister und Mandatsträger des Kreises antreten. Wir wünschen jetzt schon viel Erfolg. Ein Geburtstagskind haben wir noch. Ihren Geburtstag begeht heute Frau Abg. Janine Wissler. Ich spreche Ihnen im Namen des Hauses herzliche Glückwünsche aus. So, jetzt stand hier noch Blumen. Auch das haben wir erfolgreich hinter uns gebracht und können damit in die Tagesordnung einsteigen.